Willkommen. In diesem Video lernen Sie Herwig Blankerts Biografie und seine grundlegenden didaktischen Konzepte kennen. Neben biografischen Daten erhalten Sie dabei einen ersten Einblick in die von Blankert diskutierten Theorien und Modelle der Didaktik und lernen erste Definitionen und Konzepte von Blankerts Forschungen kennen. Herwig Blankert wurde am 22.09.1927 in Lüdenscheid geboren. Er war als Jugendlicher dem Nationalsozialismus erlegen und wurde deshalb 1943 mit 16 Jahren Flakhelfer. Schon kurz danach wurde er schwer verwundet. Nach dem Krieg distanzierte er sich sehr deutlich vom Nationalsozialismus, wurde ein vehementer Verfechter des demokratischen Staates und arbeitete daher im Sinne der kritischen Theorie der Frankfurter Schule mit gesellschaftskritischem Modell. Seine Bildungskarriere verlief bemerkenswerterweise auf dem zweiten Bildungsweg. Er wurde zunächst Bauhilfsarbeiter, absolvierte dann eine Textilingenieurschule und studierte anschließend Pädagogik an einer pädagogischen Hochschule für Gewerbelehrer. Die Hochschulreife erlangte er durch eine Begabtenprüfung, die ihm das Studium an der Universität Göttingen ermöglichte. 1958 schloss er mit 31 Jahren seine Promotion an der Universität Göttingen ab und habilitierte sich 1963. Im gleichen Jahr wurde er an die Universität Oldenburg berufen. 1964 wurde er Professor für Wirtschaftspädagogik an der Freien Universität Berlin und 1969 Professor für Pädagogik und Philosophie in Münster. Sein beruflicher Werdegang hat seine berufliche Tätigkeit stark geprägt, denn Blankertz hat sich intensiv in die Diskussion um die Reform der Berufsausbildung und die Verbesserung der Durchlässigkeit des Bildungsweges eingesetzt. Blankertz starb 1983 durch einen Autounfall. Blankertz gilt als wichtiger Vertreter der kritischen Erziehungswissenschaft im Sinne der kritischen Theorie. Zahlreich sind seine Bezugnahmen auf Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Jürgen Habermas. Aus Sicht der kritischen Erziehungswissenschaft ist daher nach Blankertz die Aufgabe der Pädagogik, ideologiekritisch die Abhängigkeit der Erziehung von gesellschaftlichen Prozessen zu analysieren und diese Prozesse mithilfe dieses Wissens auch mit zu gestalten. Blankertz vertritt deshalb die Position, dass Bildung nur durch berufliche Bildung zu erreichen ist. Einer seiner Leitgedanken ist, dass die Allgemeinbildung nur im Medium des Berufs zum Abschluss gebracht werden kann. Daher setzte er sich sehr dafür ein, dass das duale System der Berufsausbildung gestärkt wird. Für das nordrhein-westfälische Kulturministerium erarbeitete und erprobte Blankertz seit 1970 die Konzeption einer Kollegsschule, in der auf verschiedene Schulformen wie Gymnasien, Fachschule und Teilzeitberufsschule verteilte Ausbildungsformen zusammengefasst wurden. Eine solche Modellschule stellt das Herwig Blankerts Berufskolleg in Recklinghausen dar, das nach den Prinzipien von Blankerts Didaktik aufgebaut wurde und geleitet wird. Im Mittelpunkt standen für Blankert also immer konkrete Umsetzungsschritte, die er durch die Mitarbeit in zahlreichen die pädagogische Praxis bestimmenden politischen Gremien sowie eigenen Versuchen realisierte. Dabei blieb er dem Primat der Orientierung an der Mündigkeit, also der Emanzipation des Menschen zu sich selbst, verbunden. Auch betonte er, nicht zuletzt nach den bildungspolitischen Ereignissen von 1968, mit allem Nachdruck das Eigenrecht der Jugend und die Notwendigkeit, in und mit der Jugend kritische Vernunft zu entbinden. Und so betonte Blankertz auch, dass es jenseits der Tradition eine spezifische Eigenstruktur der Pädagogik gibt, die grundlegend von aufklärerischer Natur ist. Darin liegt zugleich eine Grundlage seines Bildungskonzepts, das ganz im Sinne Immanuel Kants auf die Realisierung mündiger Vernünftigkeit abzielt. Herwig Blankertz lebte vom 22.09.1927 bis zum 26.08.1983. Als Jugendlicher war er dem Nationalsozialismus erlegen, wendete sich aber später davon nachdrücklichst ab, um zu einem aufrechten Verfechter des demokratischen Staates zu werden. Bemerkenswert ist, dass Blankertz über den zweiten Bildungsweg an der Deutschen Universität Fuß fassen konnte, um sich 1963 an der Wirtschaftshochschule Mannheim zu habilitieren. Dieser Werdegang veranlasste Blankertz auch, sich nachdrücklich für eine Reform der Berufsausbildung zu engagieren. Herwig Blankertz ist dabei ein bedeutender Vertreter der kritischen Erziehungswissenschaft, die sich auf die kritische Theorie der Frankfurter Schule berief.
Dabei ist es für Blankertz auch wegen seinem eigenen Bildungsweg ausgemacht, dass Allgemeinbildung nur im Medium des Berufs erfolgen kann. Kritische Theorie bedeutete für Blankertz vor allem, dass die lernende Jugend ein Eigenrecht besitzt und die Lehrenden als Anwälte der Jugend die Entbindung kritischer Vernunft vor Augen haben müssen. Herbert Blankertz Biografie ist insofern bemerkenswert, als sie mit seinem jugendlichen Engagement für den Nationalsozialismus beginnt, er sich aber im Rahmen der Bundesrepublik zu einem nachdrücklichen Verfechter des demokratischen Staates entwickelte. Sein Werdegang erfolgte auf dem zweiten Bildungsweg, da er als Bauhilfsarbeiter begann, dann eine Textilingenieurschule besuchte, um anschließend ein Studium der Pädagogik zu absolvieren. Dieser Werdegang veranlasste Blankertz, Zeit seines akademischen Lebens, sich für eine Reform der Berufsausbildung stark zu machen und einzusetzen. Dabei bezog er sich auf breiter Ebene auf die kritische Theorie von Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und vor allem auch Jürgen Habermas, um im Sinne einer kritischen Erziehungswissenschaft die Pädagogik mit einem gesellschaftlichen Anspruch zu verknüpfen. Dabei betonte er, vor allem nach den bildungspolitischen Ereignissen von 1968, nachdrücklich das Eigenrecht der Jugend und begriff die Entbindung von kritischer Vernunft als das eigentliche Bildungsziel.